Einen wunderschönen guten Abend, damit herzlich willkommen zu der Live-Show rund um den weißen Nagel. Seid begrüßt zu einer weiteren Folge. Ja, ja. Letztes Mal habe ich euch einen genialen Chip-Trick gezeigt mit Tom. Diesmal möchte ich die Show anders eröffnen, und zwar möchte ich mit euch einen TV-Ausflug in die 90er Jahre wagen. Machen wir es anders. Sagt von euch irgendjemand dieser Jingle noch was? Ja, Teleclub war eines der ersten bezahlten Fernsehsenders Europas. Stammt aus der Schweiz. Und er hatte damals stark mit Radio zu kämpfen. Anfang der 90er Jahre wurden Decoder für zwischen 100 und 200 Mark außerhalb der Schweiz vertrieben. Tele konnte damit nicht machen, aber was sehr beliebt war, ein Steckmodul am damaligen Heimcomputer Commodore 64. Und ein solcher Computer wurde damals auf unserer Kopfstation hier an der Antennengemeinschaft betrieben. Und so wurde Teleclub unkodiert ins Kabelnetz gestellt. Ja, es war eine geile Zeit. Brandneue Filme gerade aus dem Kino, heimischen Fernseher. Und das als DDR-Kind war irgendwie eine Reizüberflutung. Ja, mittlerweile ist unser stark ausgebautes Koaxialkabelnetz in den Händen von Ernstnet aus Marienberg. Und seit kurzem kann man über dieses Netz eben auch starkes, schnelles Internet ziehen. Warum ich das erwähne, ist, weil ohne diese Möglichkeit könnt ihr gar nicht live streamen. Weil das, was aktuell über Telefon anliegt, reicht einfach für einen Upload dieser Art, wie wir sie betreiben, gar nicht aus. Also danke, ganz herzlichen Dank an Ernstnet. Das hört sich vielleicht irgendwie noch Werbung an, aber für die Erwähnung bekommen wir ja echt kein Geld. Mich freut einfach, dass dieses ausgebaute Netz weiter betrieben wird und somit völlig neue Möglichkeiten schafft. Ich meine, wenn vielleicht jemand von euch jemanden kennt, der bei Ernstnet arbeitet, sagt liebe Grüße, naja, ich meine, wir würden vielleicht auch offiziell dafür werben, weil es einfach toll ist, dass dieses Netz, vielleicht noch dazu gesagt, es wurde von unseren Vorgenerationen in Eigenhand hier viel Kabel verlegt und ich finde es toll, dass dieses Netz nun weiter genutzt wird und eben auch für wirklich schnelles Internet sorgt. Ja, jetzt kommen wir zu dem Untertan, der die strenge Hand hat hier in der Runde. Ja, Frauenschwarm, Legende, ich spreche von Tom Neubert. Bis gleich.
Man muss vielleicht dazu sagen, ich durfte mir dieses Intro nicht anschauen und mich hat es jetzt hier weggelegt. Tom, ja. Erstmal willkommen. Hallo, Mario. Was war das für eine Armdrückenaktion, die wir hier gesehen haben? Ja, ich weiß auch nicht, was die Regie hier aus dem Keller geholt hat. Keine Ahnung. Ja. Ja, das ist wirklich ein bisschen schräg. Das war auch in Amerika und da ging es um $20.000. Ja, also wenn ich den, das war ein National Champion, was weiß ich, na, den sein Arm ist so dick wie mein Bein, also keine Chance, aber da ging es wirklich um $20.000 und... Aber ja, du hast ja gekämpft. Genau, also, weil mein großer Traum war wirklich mal an so einem Tisch zu stehen und quasi so wie bei Over the Top. Na, kennst du den Film ja mit... Ja klar, mit der Kappe drehen. Sylvester Stallone, genau. Ja. Und da habe ich hier diese schöne Mütze gehabt. Hier, die habe ich dort, weil ich trage normalerweise keine Mützen, weil wenn man Mützen trägt, fallen die Haare aus. Ne? Deswegen trage ich keine. Und auf jeden Fall diese Mütze, weiß nicht, ob man sehen kann, da steht hier I Love Wieners drauf. Warte. Ja. Ich helfe mal. Ja, und ja, das ist eine Doppeldeutigkeit, weil ja meine Freundin aus Wien kommt und das ist dort irgend so eine... Schnitzelbude, ne? Wiener Schnitzel gibt es dort in Amerika. Und auf jeden Fall bin ich dorthin, ne? Und habe mir halt keine Chancen ausgemalt, aber ich bin dorthin, habe den ganz tief in den Auge geguckt, ne? Also richtig ja. So. Und dann habe ich die Mütze genommen. Und ab dem Zeitpunkt hat er nur noch gelacht und nur noch in das Mikro reingelacht und die Leute kamen und haben mir angefeuert, weil sie wirklich dachten, hier, ich könnte was. Ja, okay. Ja, tolle Eröffnung. wie bist du überhaupt in die ganze Sippe hier reingerutscht? In diese Sippe? Naja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Markus hat mich dazu gezwungen. Also er hat gesagt, ja, komm da mal mit. Das ist eine coole Runde. Wir schauen Fußball. Ich sage, nee, Fußball ist wirklich nicht für mich. Ne? Und er, nein, komm mit. Für mich schon, ich sage mal, gut Kick. Also. Genau, und ja, es geht ja nie bloß um Fußball, sondern es geht um andere Themen und hat er mich mitgeschliffen und ja, so bin ich das erste Mal in die Runde gekommen im Prinzip. Schön, ja, also ich weiß gar nicht, ich darf doch erzählen, was ich will, oder? Eigentlich? Ja, man muss ja, nee, das sage ich jetzt hier einfach mal, da kann ich mir die Karten zur Seite legen. wenn man Tom vielleicht kennenlernt, ohne ihn zu kennen, dann könnte man denken, es ist ein Arschloch. Sache jetzt einfach mal so. Ja, aber das ist vielleicht auch bloß so ein Schutzmechanismus. Ich lasse ja nicht jeden ran. Aber wenn man die Chance dann bekommt, ihn kennenzulernen und er lässt es so zu, ist ein echt, kann ich ja so sagen, echt. Danke, Mario. Toller Kumpel. Ich weiß nicht, ob du mich schon kennst, aber. Ich habe wahrscheinlich noch nicht alle Facetten kennengelernt, ja. Aber die. Alles gut. Das passt, ja. Apropos Fußball schauen, also vorgetäuschtes Fußball schauen, könnte man dann ja schon bald sagen. Das Lustige an der Geschichte war ja, dass deine damalige Freundin auch sehr Fußball begeistert war und auch eine Kicker-App. Mehr als ich, ja. Ja, genau. Mehr als du, sicherlich. Genau. Eine Kicker-App auf dem Handy hatte. Und ja, vielleicht erzählst du einfach mal was. Nee, es war einfach so, dass ich halt von so einem Abend zurückkam und sie mich gefragt hat, wer gespielt hat. Und ich so, ja, wir haben Fußball geguckt und sie so, ja, wir hatten gespielt. Und ich sah so, boah, ja, ich habe doch geguckt, es hat halt überhaupt keine Mannschaft in der ersten, zweiten und dritten Liga gespielt. Ja, das war halt so der ganze Schwindel aufgefallen, weil das war quasi immer so die Ausrede, dass man mal einen Männerabend haben kann. Ja, ja, na, ist ja auch richtig. Also nachdem Ronny auf Weltreise war, stand ja irgendwann bei dir auch eine Reise an. Und damals haben wir ja Tom eher bekniet. Hier würdest du Wilhelm mitnehmen, ein paar schöne Bilder. Und ja, Tom hat uns den Gefallen halt irgendwie getan. Und wohin ging es denn da Anfang 2018? Muss ich überlegen, in den USA ging es, oder? Richtig, es ging nach USA. Genau, also das war die erste Reise mit dem Wilhelm. Und wie gesagt, ich habe einen Widerwillen, habe ich ihn ja von euch entgegengenommen und hatte ihn irgendwie in der Tasche. Und ja, so richtig, ja, interessiert hat es mich wirklich überhaupt nicht. Ne? Ich dachte, das kleine ja, Stück aus Holz, ja, Nussknacker kennt man ja genug und hat ja damit zu tun. Und ja, habe ich einfach mitgenommen auf meine Reise in die USA und ja, dort im Prinzip die Standardsachen durchgemacht, aber hauptsächlich geht es halt darum,
dass ich dort halt Motorrad fahre. Und das mit Leidenschaft, großer Leidenschaft, genau. Dafür ja, dorthin zu reisen, einfach. Ne? Richtig. Also genau, da, ja, das ist es gerade hier, hat schon Wilhelm herausgeholt hier auf dem Boot, da bin ich das erste Mal mit dem Speedboot dort über den See gehämmert und habe den dort so auf die Reling gestellt. Ja, und, sehr riskant. Und ja, ich dachte, Holz schwimmt, was soll schon passieren? Ne? Also mittlerweile wird es wahrscheinlich nicht mehr tun, weil einfach auch der Wilhelm mir ans Herz gewachsen ist und vor allen Dingen auch ja, einen richtigen, sag mal, Wert hat für, oder ja, man schätzt das halt jetzt viel mehr. Ja, es ist ein... Er hat ja auch schon, wie viele Länder hat er bereist? Über 40 Länder hat er bereist. Ja, ist und bleibt ein Unikat. Genau. Und hier sehen wir auch tolle Bilder von deinem Sport, den du sehr gern ausübst. Und genau, das ist hier zum Beispiel in Anaheim zum Supercross. Da war Samstag halt die Meisterschaft, wo halt Ken Roxon und alle Stars dort fahren. Und ich glaube, dort waren 60.000 Zuschauer dort an dem Tag im Stadion. Und ja, wir haben halt die Stars zugeguckt, wie die halt Motorrad fahren, ne? Und begeistert. Ja, das sind wirklich... Ja, so wie andere vielleicht ins Fußballstadion fahren, stundenlang, hast du dir hier einen Traum ermöglicht und hast einfach gesagt, ja. Richtig. Nee, weil sowas gibt es ja einfach nicht. Also das Niveau nee. und in der Größe, das ist halt dort ein Volkssport und ja, die Anerkennung ist halt eine ganz andere und es ist halt auch viel größer aufgezogen. Also es ist ja in einem sehr großen Aufwand wird dort einfach ja, so ein wunderschönes Spektakel dort auf die Beine gestellt. Es hat auf alle Fälle einen höheren Rang in den USA als hier. Ja, genau. Hier ist ja eher so ein Reitsportort. Ja. Genau. Aber gut. Der einzige Fan, die du hast, ist vielleicht der Förster im Wald, der dahin herfährt. Ne? Das stimmt. Kann ich mich ja früher noch entsinnen, was wir uns für Rennen geliefert haben mit dem Förster. Du ja, auch? Nee, ist so. Hast du gemacht? Ja. Nee. Ich will keinen Namen nennen. Okay. Jetzt habe ich es gesagt. Ja. Also ich habe es gemacht. Mhm. Ja. Aber ich habe ihn auch getroffen und wir haben uns ausgesprochen und dann okay. War gut. Aber ja, das sind wir jetzt schon wieder vom Thema weg. Genau. Ich meine, du hast da Wilhelm so, ja, ich nehme mit, ja, ich versuche mal Bilder zu machen, ist klar. Aber dann kam doch ein Punkt in der Reise, wo du dachtest, hey, jetzt kann er mir sogar richtig nützlich werden. Was war denn das? Ja, genau, da ist er dann... neben dieser Supercross-Geschichte ist dazu wie ein Jahrmarkt oder das, ja, Jahrmarkt will ich nicht sagen, aber da sind so ganz verschiedene Sachen aufgebaut und verschiedene Action-Sport-Sachen und halt Hersteller tun dort quasi sich präsentieren und unter anderem halt Energy Drink wird dort vorgestellt, die verschiedenen Sorten und die haben halt diese Girls dazu, ne? Diese Energy, zum Beispiel die Energy Drink Girls. Und ja, und ich hatte halt den Auftrag gekriegt, ja, sag ich mal, Fotos mit denen und Wilhelm zu organisieren. Ich habe gesagt, ich mache das. Was heißt Auftrag? Du hast damit angegeben, bevor du los bist, ich liefere ab. Das waren deine Worte. Ja, okay. Breitbeinig stimmt. In der Küche sitzen, ich liefere ab. Das waren deine Worte. Genau, und, stimmt. Ah, und, man muss aber sagen, er hat es aber auch. Ja, also es war wirklich so, dass dann die Damen dort standen und ich dann doch gedacht habe, okay, wie tust du das jetzt anstellen, weil mein Englisch ist not the yellow from the egg. Ne? Also es ist wirklich, also wer das schon mal gehört hat, ist wirklich schräg. Und dann fiel mir das ein, oh ja, du hast den Wilhelm. Ja? Und dann kannst du den Wilhelm ja vorschicken, aber leider ist er nicht von alleine hingelaufen. Also ich habe ihn quasi in der Hand so die Kamera und den Wilhelm so und dann mit meinem gebrochenen Jungen. Can we take a picture from the little Wilhelm? Ja. So gestottert ungefähr. Da hast du aus der ersten rausgeholt. Also ja. Den Nussknacker. Na, genau. Und sorgte für große Begeisterung, ja. Wie man hier sieht. Genau, also hübsch. Was soll ich dazu sagen? Also ja. Die Mädels haben alle einfach nur gelächelt. Ich hoffe. Ja, ah, ja, da musstest du dich natürlich noch mit dazwischen. Ich habe mich dann noch dazwischen gemogelt, aber. Sowas siehst du halt in Deutschland auch nicht. Ja. So ein strahlendes, weißes Lächeln. ja, nee, das hat, obwohl er keine Miene verzogen hat, aber das hat dem Wilhelm natürlich auch super gefallen. Ne, das glaube ich. Guck mal, wo er liegt oder fast. Also. Und dir scheint es auch gefallen zu haben. Naja. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich dem Wilhelm was Gutes tun konnte. Genau. Ne? Oh. Nee, wirklich schön. Also... Ja,
Jetzt werden sich wahrscheinlich viele Männer nochmal den Stream später cutten und diese Szene hier einzeln auf den PC legen oder auf dem Handy. Aber es ist verständlich. Ah, tolle Bilder. Also, also angekündigt und geliefert. Respekt, auf alle Fälle. Die Cross-Geschichte oder dort, wo es stattfand, in Anaheim, war ja für dich, sagen wir mal, weil du sagst, das Fußball ist nicht, aber es war für dich halt das Erlebnis, wie wenn zum Beispiel Silvio nach Bayern fährt, genau, und dort sich ein Spiel anschaut. Genau, das ist eine richtig große Sache. Und wie gesagt, Samstag fahren dort die Profis und am nächsten Tag wird das nicht alles weggeräumt, sondern dann dürfen Amateure fahren. Und mich hat halt, ich besuche dort so ein Camp, also gibt es jemanden, der so ein Camp hat, wo man halt das Motorrad und alles gestellt bekommt und dann halt auf den Strecken fahren kann. Und er hat zu mir gesagt, hey Tom, willst du nicht bei dem Amateurrennen mitfahren? Und ich so, ich habe dann einfach ja gesagt, weil ich habe mir das aber wirklich nicht überlegt. Und dann, als ich Sonntag dann in dem Stadion auf der Strecke stand, muss ich wirklich sagen, habe ich dann kurz gedacht, da hast du den größten Fehler deines Lebens gemacht, weil einfach das mich total überwältigt hat. Also die Strecke, die Sprünge, der Boden, der ist wie Knete. Ne? Also du bist mit dem Fuß fast stecken geblieben. Der hat fast die Schuhe ausgezogen. Das ist ein lehmartiger. Du springst durchs Tor. Genau. Das war auch das erste Mal damals dort das Amateurrennen und das war auch in der Cross drin, die Geschichte, weil es wirklich damals eine einmalige Sache war, dass sie das gemacht haben. Und ich bin dort mitgefahren und ich habe es auch ins Ziel geschafft, ohne Verletzungen. Und das war wirklich, also ich glaube, so aufgeregt wie dort am Start. Du stehst genau dort, wo quasi Ken Roczen einen Tag vorher gestartet ist. Und das war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Also hat mir wirklich wahnsinnig viel Freude gemacht und viel Adrenalin. Und wirklich ein wunderschöner Tag war das. Da ging von früh, glaube ich, um 4 sind wir aufgestanden bis abends um 12 Uhr mit dem Haus. Also das war wahnsinnig anstrengend, aber im Nachhinein halt ein Wahnsinnserlebnis. Also für mich war das gar nicht so. Und es gibt hier sicherlich Momente, wo du wahrscheinlich auf dem Gas bleiben musst, um nicht zu stürzen. Genau, da sind ja solche Doppelsprünge, ne? Also du hast eine Absprungkante und du hast halt eine Landezone. Und wenn du das halt nicht erwischst, dann kann es halt sein, dass du dann einen Exit hast und da liegst und nicht mal nach Hause fahren kannst. Ich würde den Feld langsam hinterher fahren und mich freuen, aber das ist schon, wenn man die Möglichkeit einmal hat. Richtig. Nee, war super. Ich habe dann ohne EME-Lizenz lösen müssen. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte, da bin ich dann mal, ein Jahr später haben wir dann mal Leuten erzählt, dass ich wirklich ein Fahrer bin in so einer Kneipe und die haben es abgenommen und dann kam der Typ zu mir und soll erzählen, wo ich starte und wir haben dann irgendwas erzählt und das war halt arm. Ja, aber so kennen wir dich. Genau. Nee, also das sind auch beeindruckende Bilder. Und es war wirklich eine absolute einmalige super Sache und jeder, der die Chance hat oder der die Möglichkeit hat, sollte das tun. Es ist ein Erlebnis, das vergisst man nie wieder. Ja, ne, wo andere halt viel Geld ausgeben, um irgendwo am Pool zu liegen, zähle ich vielleicht auch dazu. Aktive Erholung ist das. Ja, das ist schon Urlaub, aber auch irgendwo Traumerfüllung. Genau, also es ist, sich, ne? ist Urlaub für mich. War Wilhelm eigentlich bei diesem Rennen dabei? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn überhaupt mitgenommen hatte, weil ich war das so, sage ich mal, fokussiert und lost in space, dass ich da wirklich an Wilhelm überhaupt nicht gedacht habe. Aber ich habe den natürlich mitgenommen mal auf die Strecke und habe den sogar vorne auf dem Kotflügel drauf gepackt mit Panzertape und bin damit die Runde gefahren und bin dort durch die Luft gesprungen mit dem Wilhelm und habe mir gedacht, naja, der Markus Füchtner wird das Ding ja ordentlich verleimt haben und keinen billigen China-Leim genommen haben und das wird schon halten. Und dann habe ich ihn wirklich vorne draufgeklebt und bin dort eine Runde gefahren. Würde ich jetzt nie wieder machen, weil ich einfach die Wertigkeit des Wilhelms und was er schon erlebt hat, einfach wirklich... Das ist ein Sack. Ich habe mir da echt keine Platte gemacht. Also nee, aber ich sag mal, für Wilhelm ein bleibendes Erlebnis, definitiv. Also auf jeden Fall. Das kriegt er von keinem anderen Reisebegleiter geliefert, was du da... Ich weiß gar nicht, ob da schon der Fuß gefehlt hat, ich weiß gar nicht genau. Weil ich hätte ja schon merken müssen, dass er verletzlich ist. Dass er nicht aus Stahl ist, genau. Ja, nach dieser Reise... kam bei dir, ich nenne es mal so eine Art Change meine ich damit,
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir treffen uns und dann sitzen wir zusammen und dann nehmen wir die erste Zeit dieses Treffens, um so ein paar Wilhelm-Fakten zu klären. Ich habe 2, 3 Anfragen, wen gämmern jetzt mit, wen wollen wir da nicht auf die Füße treten und so weiter. Und da hat sich Tom anfangs immer ein bisschen zurückgezogen und lasst ihn ja machen, war nie sein Thema und ja, hat sich dann irgendwann später dazugesellt, wenn wir mit diesem offiziellen Teil fertig waren. Und das hat sich dann aber gewandelt. Und warum warst du erst gar nicht dafür zu begeistern und dann aber doch? Ja, zuerst hatte ich halt gedacht, das ist ein Nussknacker. Ne? Den kenne ich schon seit meiner Kindheit. Volkskunst ist nicht so meins. Und also zu Weihnachten, ja, man guckt sich das an und erfreut sich daran. Aber sonst so übers Jahr will man eigentlich damit nichts zu tun haben. Und da hat mich das eher genervt. Und da muss man sagen, es gab so Situationen, vielleicht war es auch das dann, wo der Einstieg kam, wo er dann einfach auf den Tisch geklopft hat. Oh Jungs, es geht mir hier auf den Sack, da macht es doch so und so, das stimmt ab, das dauert mir hier zu lange. Ja. Und so hast du dich da irgendwo eingebracht und warst dann auch in dem Thema mit drinne. Und ja. Ist leider so, also, ja, genau, also wirklich so aus dem Zwang raus habe ich mich da ein bisschen eingeklinkt und dann merkt man einfach, was so eine kleine Figur alles erreichen kann. Also, ja, man sieht es ja, wir sind jetzt heute hier live. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass das überhaupt technisch möglich ist. ja, das hat eigentlich im Prinzip alles aus dem Wilhelm-Geschichte entstanden. Weil ja, man macht sich da halt Gedanken zusammen und man verknüpft die ganzen Geschichten zusammen und irgendwann kommt man drauf, na Mensch, ja, die Bilder, die kann man doch mal zeigen und was der Wilhelm schon, wo der schon überall war. Wie gesagt, das ist über 40 Länder und wer weiß, was noch kommt. Aber genau diese na, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Ich will nicht sagen, deine Leichtsinnigkeit in deinen Aktivitäten, aber dieser Ideenreichtum, der ist auf alle Fälle hier mit eingeflossen und das war gut so. Das war wirklich gut. Und danke, dass du da jetzt. Ja, jeder hat hier von den Untertanen quasi da ein bisschen Anteil. Ne? Jeder bringt halt seins bei und bei mir sind es halt manchmal auch die verrückten Ideen. Definitiv, ja. Es war nicht das einzige Mal, dass du Wilhelm mit hattest. 2019 hatte Wilhelm nochmal das Vergnügen und wir blicken gleich drauf, da müssen wir mal sagen, jetzt hat Tom gefragt, ob er Wilhelm mitnehmen darf und daran merkt man schon, okay, er hat jetzt das Interesse ist geweckt und wohin ging es? Das war 2019 und da habe ich ihn mit nach Mexiko genommen, da habe ich mir einen Flug gebucht und ein Hotel. Ich hatte halt ich glaube, so Bilder und so ein paar Berichte drüber gelesen und haben gesagt, jetzt fliegen wir mal nach Mexiko, soll ganz schön sein dort. Und das haben wir auch gemacht und da habe ich halt gefragt, ob ich mitnehmen kann und sind dann nach Mexiko und haben dort quasi die Touristenspots erstmal ein bisschen mitgenommen, ne? Diese Maya-Tempel und Ruinen und die ganzen Geschichten. Ist wirklich super interessant. Ihr habt ja euch hier auch wahnsinnig Mühe gegeben, Wilhelm auszustatten. Ja, genau, ach ja, stimmt, ne? Genau. Also so Sombrero und Poncho, ne, heißt glaube ich dieses. Ja. Haben wir den schon angezogen und haben halt wirklich versucht, auch schöne Bilder zu machen. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ist egal, aber wir haben wirklich auch schon Freude dran gehabt, den kleinen Kerl da so zu präsentieren. Das sieht man ja. Das war wirklich dann schon ein Begleiter, so wie ein kleines Kind, was man aufpassen muss. Aber gut, ein bisschen pflegeleichter, ne, ist es dann schon. Ja. Ja, wir waren dann in Tulum. Es ist so eine kleine Hafenstadt, eine Fischerdorfstadt. Nee, Fischerdorf, was mittlerweile Stadt ist, so wollte ich sagen. Und da sieht man schon, Mexiko hat so zwei Seiten. Also man hat so diese wunderschöne Natur und auch ja, Metropolen, die wirklich gut entwickelt sind. Und dann sind so Sachen, wo du denkst, wo bin ich denn hier, wo es plötzlich total 50 Meter weiter wirklich aussieht wie, ja wie Nachkriegszeit oder ich weiß nicht. Also wirklich, wirklich ganz. Steht da eine Carlsberg-Flasche auf dem Truck? Nee. Wenn, dann war es nicht meine. Okay, gut. Ja, und dann hast du wieder zwischendrin hast halt solche Streetart-Malereien, wo du denkst, wer hat ja Geld dafür, für solche Farben und das alles zu machen? Und dann 50 Meter weiter ist ja wieder dort, das ist übrigens die Autowerkstatt, die einzige Autowerkstatt in der Stadt. Das sieht vertrauenserweckend aus, genau. Also, ja, und dann gehst du halt um die Ecke in die Kneipe und dort kostet Essen 15 Euro für die Touristen. Ja.
Und du findest auch gar kein anderes Restaurant. Also du, das ist irgendwie alles total korrupt und Mafia- oder Kartellverhältnisse. Und schon auf dem Weg dorthin wird dir Kokain angeboten an jeder Straßenecke. Dann setzt du dich hin, die gucken dich an und du kannst nebenan in Ruhe essen. Und dir wird hier quasi das Zeug schon auf den Teller gelegt. Und du sagst so, nein, 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 du wolltest Ruhe haben und go away. Und das sind die nicht. Und am nächsten Tag kommt die wieder. Das ist wirklich, also, ja. Na, findet man dort direkt jetzt so, wie, sag ich jetzt mal, Industrie? Oder ist da wirklich nur... Eigentlich nur Tourismus. Tourismus und Drogen. Ja, ja, richtig. Was anderes gibt es nicht. Und ja, wenn man das mal ausblendet, diese ganze schlechte, sag ich mal, Geschichte und Ecken, ist wirklich Mexiko super interessant. Definitiv. Also kulturmäßig, und wie gesagt, diese alten Maya-Tempel dort mitten im Urwald, da werden ständig noch welche entdeckt. Und wie groß das alles ist und diese, vor wie vielen Jahren die das gemacht haben, mit welchen Mitteln und wirklich mitten im Dschungel, das ist wirklich auch, das ist ja dort so, dass das Land niemandem gehört. Du könntest irgendwo dort ein Haus hinsetzen. Ne? Ja, okay. Aber das traut sich keiner, weil dort ist halt, also dort alleine will keiner sein. Die Städte sind geschützt mit Mauern und Grenzposten, mit Waffe. Und es ist echt wirklich, es sind zwei verschiedene Sachen. Auf jeden Fall, die Touristen-Hotspots, wie man in den Bildern sieht, sind halt gut besucht. Und dort ist es auch sicher und alles wunderschön und wirklich super interessant. Ja, also es gibt auf alle Fälle hier naturbelassene Sachen, die... Genau, das zum Beispiel, das Bild ist hier so eine Cenote. Das sind quasi unterirdische Höhlen. Weil Mexiko halt viel Kalkablauchung im Erdgestein hat. Und das wurde halt durchs Grundwasser ausgespült. Okay. Und da gibt es Höhlen, die halt noch intakt sind, so wie die auf dem Bild gerade. Und dann gibt es Höhlen, die sind eingestürzt und die sind dann mit Frischwasser oder mit Regenwasser gefüllt. Und dort kann man dann ja schnorcheln, tauchen gehen. Und das ist auch sehr schön. Dort gibt es über 3000 solche Cenotes. Ja. Ja. Und wunderschön. Da hast du uns ja erzählt, dass ihr habt euch ja da nicht so auf die touristischen Werbeaktionen berufen, sondern habt da wirklich sehr viel Eigenrecherche betrieben, um eben so viel Natur oder Natürlichkeit wie möglich zu erleben. Genau, also Mexiko hat die größte Delfinariendichte der Welt. Dort auf der Halbinsel Yucatan. Du musst überlegen, Delfinarien, wie kommt das? Also da hat ja niemand, eigentlich sind die ja total arm. Aber der Staat unterstützt solche Geschichten, weil die dann vom Tourismus wieder Kohle kriegen. Ja. Das ist alles so korrupt dort, das ist wirklich nicht normal. Und wir haben halt versucht, dort an Leute zu kommen, die wirklich diese Natur und diese die untouristischen Sachen zu kommen, ist sau schwierig, aber wenn man ein bisschen sucht, kann man die finden. Und da sind wir halt einmal ein bisschen 2 Stunden, glaube ich, in den Dschungel gefahren und da haben wir so eine Familie, die quasi solche Touren durch den Dschungel anbietet. Ja. Und da sind wir mit so einem Guide in den Dschungel rein und nach einer Viertelstunde haben wir dann wirklich Natur erlebt. Ja, und da haben wir auch, glaube ich, was vorbereitet, weil du von den Keynotes gesprochen hast. Und wenn man die Bilder hier sieht, ist das wirklich krass. Richtig, das war so eine Frischwasser gefüllte Cenote. Cenote, okay. Wie es gesprochen wird, keine Ahnung. Ne? Meine Aussprache im Englischen und im Mexikanischen oder Spanischen ist noch schlechter. Und auf jeden Fall, das ist eine Cenote, die ist mit dem Meer verbunden. Und da wurden sogar schon Haie gesichtet in dieser Cenote. Okay. Also zumindest haben sie erzählt, dass wir hatten da schon fast Angst reinzugehen. Und sind aber dann doch, und das war wunderschön, also man kann dort wirklich unter diesen Mangroven durchtauchen, durch Höhlen. Ihr musstet ja das sogar tun, ja? Der Guide hat der Guide hat gesagt, hier, guck mal, unten siehst du Licht, dort musst du hin. Also die Bedingung war, dass du dort 1 Minute die Luft anhalten kannst. Okay, und wir haben einfach gesagt, ja, wir können es. Also probiert haben wir es vorher nicht, aber ich bin ja davon ausgegangen, dass wir das im Prinzip können. Naja, Tom, also eine Minute Luft anhalten und eine Minute Luft anhalten und schwimmen ist, denke ich mal, auch noch ein Unterschied. Aber das ist. Das haben wir dann gemerkt. Also
ich bin dort wirklich an meine Grenzen gekommen. Es gab dann so einen Punkt, wo ich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter. Und habe dann gesagt, so, stopp. Aber du bist ja auf dich angewiesen, oder? Du musst mit dir selber dort klarkommen. Also genau. Du kannst dort dann keine Panik schieben. Dem Guide hinterher halt. Ne? Der taucht dann vor und du musst dann quasi hinterher. Und dann filmen wir noch ein bisschen weiter. Genau, hier sieht man zum Beispiel, wie er man mir zeigt, wo irgendwo das Licht ist. Wo soll hier Licht runter? Ja, hier, dahin. Da. Und dann macht man mal einen großen Atemzug nehmen, hofft, dass nichts passiert. Okay. Hier, man sieht man, glaub, die Angst immer so ein bisschen im Gesicht. Ne? Völlig verständlich. Man sieht die ausgebildeten Schnorchler und Taucher. Ne? Nee. Aber es war wirklich ein wahnsinnig schönes Erlebnis, weil das auch wieder total Natur war. Okay. Vielleicht. Vielleicht eine blöde Frage, aber ich verstehe es immer nicht. Wie kann man da eigentlich mit Schnorchel tauchen? Also ich habe das noch nie gemacht. Da geht ja unter Wasser irgendwann. Man kann damit nicht atmen. Also man muss schon vorher. Aber ja, und dann hält man die Luft an. Ja, klar hält man die Luft an. Ich weiß es nicht. Ich frage mich immer, es geht unter Wasser, dann läuft doch Wasser rein. Ja, du darfst nicht atmen. Ach so. Du musst schon anhalten. Ja, das ist eigentlich nur, dass man unter Wasser gucken kann. Ne? Also du schwimmst da größtenteils an der Oberfläche. Na, warum hast du das Ding im Mund? Und dann am Ende hier, guckt man da genau hin, da ist ein Krokodil. Ach du Scheiße. Ein 2 Meter Krokodil. Und der Guide, wir schwimmen dort so 5 Meter daneben. Und er sagt so, look at this, this is the crocodile from this canoe. Wir, was? Plötzlich voll panisch, nein, ich will da nicht hin. Also das war wirklich... Wenn das Ding losmacht? Da ist das Herz ein bisschen nach oben gegangen, also krass, der Puls, sag ich mal. Krasse Sache. Das hat sich dann nur bewegt, als wir dort waren. Und dann habe ich gesagt, sofort weg, schnell weg hier. Ja, hoffentlich haben sie das vorher gefüttert. Naja, aber es ging ja gut, du sitzt da das hier. Das haben sie gesagt, so als Schatzweise. Ja, es wurde heute schon gefüttert. Ah, okay. Es waren schon Touristen vor euch da. Wirklich, so haben die gesagt. Aber jetzt, Entschuldigung, wenn ich mal drauf rumhacke, aber... Wie ist es mit der Chance? Ja, jetzt lass mich da mal fragen. Nein, also du holst Luft? Ja, nee. Kopf unter Wasser, ja. Atmen. Ja. Kannst du mal, Schnorchel guckt raus. Ja, das verstehe ich. Ja. Und jetzt? Und dann guckst du wohin und dann holst du Luft und dann gehst du unter Wasser und dann darfst du nicht mehr atmen. Du holst Luft und dann gehst... Ja, aber das ist bloß, dass du unter Wasser gucken kannst, weil sonst würdest du ja nur oben gucken können. Und du kannst dann, also du kannst quasi unter Wasser schauen, wo es hingeht, was du machst und dann... Nein, für was ist... Ich verstehe, für was ist dann dieser... Zum Schnorcheln, also du liegst eigentlich auf dem Wasser und guckst ja, auf die dann Fische. Ja, dann verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Das habe ich selber schon gemacht. Ja, du schwimmst ja die ganze Zeit und guckst. Aber sobald guckst du tauchst, hat das überhaupt keine Funktion mehr. Nee, dann nicht mehr. Okay, jetzt habe ich es mal verstanden. Ja. Entschuldigt, aber es war für mich jetzt wirklich mal interessant zu wissen. Und dieses Erlebnis hat euch ja auch dazu, ich nenne es jetzt mal beflügelt, eben nicht die touristischen Hotspots anzurennen, sondern eher dem Pfad treu zu bleiben, selber zu recherchieren. Genau. Wir hatten dann auch einen Guide aus Österreich getroffen, der dort wahrscheinlich also Arbeit und Urlaub macht, keine Ahnung, ne? Also die sind dann so Aussteiger. Und die hat gesagt hier, ja, guckt mal dort, dort müsst ihr hin, das ist, die kenne ich und die machen das wirklich respektvoll den Tieren gegenüber, kein Massentourismus und die führen dich wirklich richtig in den Dschungel rein und da kommen wir dahin, dass wir halt zusammen dort in den Dschungel mit dem Guide sind und dann halt nach ungefähr einer Viertelstunde Wegzeit haben wir dort wirklich dann, sagen wir, die richtige Natur dort gefunden. Ich weiß ja. Da gibt es, glaube ich, auch ein Video. Ja, das schauen wir uns natürlich gerne an. Genau, wir sind dort rein und du läufst erstmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Sind wir jetzt schon live? Mario, das hast du gut hingekriegt. Also wir müssen gleich erklären, das Problem ist ja, durch diese Umstände haben wir ja unsere Crew nicht hier. Nee. Alle Inseln machen maximal 2 Personen. Und das ist halt echt scheiße. Ja. Darf ich nicht sagen, aber es ist so. Gerade ich kann nicht kümmern. Naja, es ist leid, dass wir eine Panne hatten, aber...
Dafür sind wir einfach Amateure. Wir kennen halt alles, aber nichts. Richtig. Seid ihr wieder da? Sind wir wieder? Oh, nee, es ist echt leid. Prost. So was passiert dann doch. Ja, naja. Wir machen es nächstes Mal besser. Genau. Auf alle Fälle. Ja. Gut. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, Mario. Dass wir im Dschungel waren, ganz ruhig und entspannt. Okay? Das ist gut. Das gefällt mir jetzt in der Situation. Wir sind in den Dschungel rein gelaufen. Eine Viertelstunde ungefähr. Und dann waren wir halt mitten in der Natur und der Guide, der hat uns schon irgendwie so die Ruhe vermittelt. Also der hat nicht viel geredet oder geplappert und irgendwie, sondern der ist so ganz langsam gegangen und hat immer geguckt, wo halt irgendwelche Tiere sind oder sonstiges. Und ja, und dann so nach einer Viertelstunde hat man halt dann die ersten Tiere gesehen. Und das waren halt hier Affen, die sich wirklich durch die Baumgipfel dort durchgehangelt haben. Und wo wir die dann gesehen hatten, war es halt wirklich so, dass man selber dann so richtig kurz da stand und irgendwie, wie soll ich das erklären, man hat so richtig gespürt, dass man so mitten in der Natur ist und also das war noch vorher, ne, da haben wir noch nicht gewusst, was los ist. Und das hat man, dann hat man so richtig, wie soll ich sagen, die Spannung gespürt und sind es Eindringlinge. Die haben uns beobachtet, sind uns ums Rum, haben geguckt, wer ist da, was machen die. Und dann sind wir in so ein Wasserloch gekommen und haben dort quasi den Affen dort beim Trinken dort zugeschaut. Und da war so eine kleine Affenfamilie und die hat gespielt und wir sind näher gekommen, dann haben die Alten wieder geschimpft. Und wir haben dort wirklich vielleicht eine halbe Stunde dort gesessen und haben dort einfach der Natur zugeschaut. Und das war auch so ein Erlebnis, wo du sagst, das kennst du irgendwie gar nicht, so diese Natürlichkeit, ne? Und die Affen sind halt rumgesprungen und haben gedroht und haben im Prinzip so die ganzen natürlichen Verhaltensweisen gezeigt. Und ganz anders als im Zoo, wo dich dann so ein trauriger Affe anguckt und immer so, diese typischen Bewegungen, so wo du denkst, das ist ein Affe. Ne? Ja. Aber so in der Natur ist es wirklich ein ganz anderes Erlebnis. Nee, man hat, also das ist schon beeindruckend. Und da lohnt sich's halt auch, nach sowas zu suchen. Genau, und den langen Weg in Kauf zu nehmen, weil in der Stadt gibt es ja, wie gesagt, ein Affenzoo, da kannst du das für wenig Geld angucken. Aber das ist eine ganz andere. Schade. Ja, schade, dass es Wilhelm nicht gesehen hat. Aber dafür hat er, glaube ich, hast du ihn ja noch ein Spezialerlebnis beschert, sondersgleichen. Kann man so sagen. Das war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Und zwar sind wir mit einem Speedboot mit 8 Personen losgefahren nach dem größten Fisch der Welt. Ja. Und sind dort, was der Guide hat gesagt, okay, wir fahren jetzt und suchen die. Es kann eine halbe Stunde dauern, es kann 3 Stunden dauern. Aber wir finden sie. Ja. Weil die sind irgendwo auf dem Ozean und essen dort Plankton und Grill. Und die suchen, die fahren halt raus und suchen quasi den größten Fisch der Welt. Und wir fahren dort so. Vorher, muss ich dazu sagen, hat jeder so eine Brechtablette, also nicht fürs Brechen, sondern gegen das Brechen, also ich weiß nicht, wie man das nennt, bekommen. Und ich wollte es erst nicht nehmen, weil ich dachte, ich brauche sowas nicht, weil normalerweise wird mir ja nicht schlecht. Und dann sind wir so gefahren, ne, ich weiß nicht, 100 km oder was, und es ging immer so bumm, 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 bumm. Und dann irgendwann hat mir schon der Rücken weh, ne? Also richtig so Bandscheibe. Und dann wurde mir langsam schlecht. Du hast doch, glaube ich, sogar vorne Platz genommen. Ne? Genau, ich habe vorne war Platz. Ne? Ich setze mich vorne hin, dachte, warum ist, da hat er die beste Aussicht. Genau, du weißt nicht warum, weil vorne halt das am meisten nur runterwippt. Und dann dachte ich so, wann hält denn endlich das Boot an? Ich kann nicht mehr. Es ging wirklich fast nicht mehr. Dann hielt das Boot an, ne? Weil er gesagt hat, wir sind da. Wir geguckt, nichts gesehen und dann wurde das Boot halt, ist dann quasi runtergekommen, langsamer geworden, dann stehen geblieben und plötzlich fing das Boot an zu schaukeln durch die Wellen. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt wird's kriminell und dann gingen schon die ersten Köpfe ins Wasser und dann da rechts und links runter. Und der Guide fragt so, wer willst du erst ins Wasser? Und ich sofort, weil sonst hätte ich wahrscheinlich dort auch über die Reling. Ja, ich wäre der Kandidat gewesen, hätte mitgereiert wahrscheinlich an der Stelle. Wie lange seid ihr bis zu der Stelle gefahren? Ja, eineinhalb Stunden. Das Speedboot volle Kanne. Und der laute Motor, es ist in der Hitze, also es ist voll Sonneneinstrahlung, das hat ja kein Verdeck. Ne? Also,
Also bis wir dort angekommen waren, war es wirklich eine Tortur. Und dann saßen wir auf der Reling und dann, ja. Bevor wir uns das jetzt anschauen, Noch was? nee, aber Habe ich was vergessen? ja, durchaus. Es gibt ja noch eine Vorgeschichte. Ach, noch eine Vorgeschichte. Ja, du hast dir ja vor diesem Trip Gedanken gemacht, wie du das, was du erlebst, Ich bin ein Schussel. Schau dir doch mal dieses Ding an. Ja, und zwar ist das hier das W-Boot für den Wilhelm. Und wir haben uns halt überlegt, okay, wir fahren jetzt raus aufs Meer und wir wollen gerne den Wilhelm ganz nah ranbringen ans an den Geschehen, größten ja. Fisch der Welt. Und da sind wir in den Supermarkt und haben wirklich nach dem U-Boot gesucht und haben bei Flaschen geguckt und dort und dort und dort. Irgendwann haben wir halt diese irgendwie Plastikbox gefunden, schön blau. Haben geguckt, ja, die ist dicht, der Deckel hält und alles. Und dann sind wir zur Schnurabteilung, haben einen Strick gesucht, der dann wirklich stabil genug ist, haben den getestet. Ne? Und ich sagte, nee, Ja. da ist zu so dünn, den kann man nicht nehmen. Was ist, wenn der Wilhelm mitten auf dem Ozean verschwindet? Ne? Ja. So, und dann hat Denise hat dann hier den Knoten um meinen Arm gemacht, so, ne? Und hat so einen einfachen Knoten. Ich sage, das mach einen doppelten und mach einen dreifachen. Guck mal im Internet, was es für stabile Knoten gibt und so. Und dazu kommen wir da auf das vorhin zu sprechen, dass einfach das total gewandelt hat. Anfang habe ich ihn auf dem Motocross Geschnallt, Schutzplatz ja. geschnallt mit Panzertape. Dann haben wir keine Und Platte gemacht und ein Jahr später mache ich mir ja über die Behausung, haben das mit Watte ausgestopft und alles. Das war schon der ganze Abend gefüllt, um dieses W-Boot herzustellen mit Antrieb und Bemalung und Nieten hier. Alles wunderbar. Das war unsere Abendbeschäftigung und wir hatten echt Spaß dran. ja, und es hat sich ja gelohnt, weil nach dieser ganzen Bootstortur und im Vorfeld im Supermarkt da rumrennen, was geht und was geht nicht, gab es echt ein tolles Erlebnis. Und da schauen wir jetzt, Jetzt schauen wir drauf. jetzt schauen wir drauf, genau. Wahnsinn, oder? Mir fehlen leider die Worte. Ja, Ja, nee, das also sind wirklich, das war so ein phänomenales Erlebnis, weil wir tolle wirklich Bilder. dort wirklich von diesem, na, also dir ist schlecht und du willst eigentlich nicht mehr.
Und dann springst du dort ins Wasser rein mit dem Wilhelm in der Hand und plötzlich taucht dort der Walhai auf, der größte Fisch der Welt. Ne? Ja. Und der ist bis zu 12 Meter lang. Und dort waren Exemplare, die auf jeden Fall 10 Meter waren, haben sie gesagt, die Guides. Also es waren schon echt Riesenexemplare, weil dort waren 70, hab ich gezählt, 70 solche Riesenfische, also von sagen wir, 4 Meter bis 12 Meter. Das ist krass, das Und ist. also das sieht auf dem Video kleiner aus, als es ist. Also man sieht wirklich gar nicht die Dimension. Das Maul ist 2 Meter breit und auch 2 Meter hoch. Die Ja. Schwanzflosse ist 2 Meter. Das ist so riesig, das kann man sich vorstellen. Und vor allem ist man ja auch im Element Wasser. Man hat wirklich Angst. Und jetzt sieht man schön die Größenverhältnisse mal. Wenn man ein bisschen weiter weg ist, also du bist dort ein Nichts, bist du dort. Und wenn du dich Das sieht man und du ja. denkst so, oh krass, Ja. und dann drehst du dich um und plötzlich, ach du Kacke, das schaut genau auf mich zu. Was mache ich jetzt? Da frisst mich auf. Ne? Also wirklich, du denkst so, du Ja. bist da mitten auf dem Ozean, also mitten, ne? Da ist nichts weit und breit, wenn dich dort frisst. Ne? Das ist Unnormal. Also wirklich, das krass, war auch so ja. ein Moment, wo du sagst, also wir haben dann abends wirklich im Bett gelegen und haben gesagt, was war das? Also was haben wir hier erlebt? Also wirklich Definitiv, das. phänomenal, war ein super Erlebnis. Kann ich jedem nur empfehlen. Und dort haben wir es aber auch so gemacht, dass wir halt so eine Tour gebucht haben, die doppelt so teuer war oder dreimal so teuer wie die in der Stadt angeboten. Aber dadurch hattest du halt bloß 8 Leute. Ich war dort, glaube ich, viermal 10, nee, also so eine halbe Stunde ungefähr im Wasser mit den Tieren. Die haben sich Zeit genommen, die haben dann nochmal gefragt, ist jeder zufrieden? Na, will jemand nochmal Ja, ins Wasser ja. und so? Und das war auch, sag ich mal, da hat keiner gehetzt. Es war wirklich so richtig auch ein entspanntes Naturerlebnis. Obwohl da halt auch andere Boote waren, aber mir, und wie gesagt, wir waren die ersten Boote, mit dem ersten Boot, was dort war, und wir waren fast das letzte Boot, was da Also. noch war. Die anderen sind hin, haben die reingeschubst, wirklich. Wir haben gesehen, wie die reingeschubst haben, nach Aha. 5 Minuten rausgeholt, dann sind die wieder fort. Die wollten bloß ihre Kohle abzocken. Ne? Das war Ja. so dieses andere Negativbeispiel. Also wenn man dorthin geht, sollte man wirklich auf Qualität achten und auf Anbieter, die im Prinzip, ja. Ja, das Erlebnis auch dann sehen, was man dann erlebt, Ja, ne? Also also wirklich, das war das Wahnsinn. Also sind so Momente, wo du immer ist die wirklich. Schwanzflosse vielleicht so ein Stück an mir vorbei. Ich habe so den Schwung gemerkt. Ja, Ne? ja. Und genauso, man sieht ja auch, dass man die ganze Zeit in Bewegung sind. Ne? Die sind ja so zwischen 8 und 12 km/h. Da bewegen die sich fort und machen das Maul auf und nehmen halt das Plankton auf. Ja. Und du musst die ganze Zeit volle Kanne paddeln, dass du überhaupt mitkommst. Manche haben die ja bloß von hinten gesehen. Ne? Also war wirklich ein. Aber da kriegt man den Kopf frei, oder? Also da Ja, denkt in dem Moment denkst du richtig. an keine Probleme. Also du denkst, hoffentlich frisst er mich ja auf. Ja, das schon. Aber deine Alltagssorgen Nee, all das Sorgen hast du da nicht, richtig. sind da völlig vergessen. Ne, also echt tolle Bilder und danke für das Erlebnis auch, dass du da Wilhelm beschert hast. Und Wilhelm Ne? war dabei, genau. Definitiv, ja. zum Schluss eurer Reise in Mexiko habt ihr ja doch noch irgendwie so ein Stück Paradies gefunden. Ja, hatte vorhin gesagt, die zwei verschiedene Ja. Schwerter, Seiten, Schwerter, zwei Diese. Seiten von Mexiko. Und trotzdem war uns das alles ein bisschen zu stressig. Und da haben wir noch kurzerhand eine Übernachtung auf der Insel Holbox Ja. gemacht. Und das ist wirklich dort auch nochmal so ein richtiges Paradies. Die liegt so ein kleines bisschen vor der Küste. Also, das war auch die 24 Stunden dort haben sich sowas von gelohnt. Dort gibt es keine Autos, dort. Ja, gibt es die Golfcars und du kannst wirklich mal richtig relaxen. Ne? Ist nur von der. Dort gibt es keinen Urwald und keine Affen, ist klar. Aber dort war es halt komplett eine andere Welt. Und dort gab es auch nicht diese schlechten Ecken oder Kriminalität. Man hat sich dort wirklich richtig wohl gefühlt. Und wir haben dort das erste Mal in Mexiko richtig gut gegessen. Dort waren dann richtige Mexikaner und die haben sich Ja. gefreut, dass sie dich bewirten können. Und das war dann wirklich nochmal ein super Abschluss. Das glaube ich. Und du sagtest ja auch, hier war von Kriminalität oder sowas Nee, kaum was zu gar spüren, nicht. So, ne? dort hat man sich Also komplett sicher gefühlt, da. dort in die Straße.
Der Typ war echt cool, oder? Ja, der Pirat war echt cool. Also der hat auch so geredet, wie als käme er gerade von der Wiese Black Pearl runter. Das war echt cool. Tolle Sache, echt. Das war nochmal echt noch ein schöner Abschluss. Also wunderschön. Mexiko kann ich empfehlen, aber muss halt wirklich schauen, was man dort macht und vor allen Dingen, wo man hinfährt. Ja, du hast alle Seiten kennengelernt und dir das Beste, also ich würde jetzt mal sagen, so die besten Sachen auch wirklich rausgepickt. Also toll. Ja, schön noch. Ich denke mal, also wirklich, ich habe da auch drüber nachgedacht, ich denke wirklich, dass Wilhelm quasi, ja, das Klick auch ein bisschen anzieht, ne? Und Wilhelm dafür quasi, ja, ein Garant dafür ist, dass das alles gut geht. Ne? Immer wo da dabei war, war immer, wie gesagt, 70 solche Walhaie. Manchmal suchen die finden ein oder zwei, wir haben dort 70 gehabt. Und das ist wirklich, ich denke wirklich, dass der Wilhelm quasi eine gute Aura hat. Ja? Wenn es den Wilhelm nicht gäbe, würden wir jetzt nicht hier sitzen, würden nicht die Live-Show machen. Ich sag mal, hätte ich euch nicht kennengelernt, wahrscheinlich, nee, mit Sicherheit. Und du wärst nicht so ein Freund von mir geworden. Ne? Und das ist echt, also, ja, das stimmt. Das hat wirklich alles Wilhelm geschafft. Und ja, da muss ich nochmal sagen, wirklich, es wurde ein kleines Stück Holz, aber es ist wirklich beeindruckend, was der alles mit den Menschen macht. Definitiv. Ja, also, was er für Türen geöffnet hat und wo er Brücken hingeschlagen hat, ohne großes Zutun, das ist Wahnsinn. Ich meine, selbst ihr da draußen, ich meine, ihr verfolgt uns jetzt im zweiten Stream des Abends. ihr seid doch genauso crazy wie mir. Ja. Na, sind wir doch mal ehrlich. Jetzt kommen wir zu der Sache, die uns schon seit Sendung 1 verfolgt oder beschäftigt, nämlich du hast ja nun Ronny gehört und Markus gehört, wie sie Besitzansprüche an Wilhelm stellen. Was sagst du dazu? Ich kann verstehen, dass jeder, sag mal, denkt, der ist, Wilhelm gehört ihm. Ne? Hm. Bei mir ist es halt so, der Wilhelm hat mir so viele schöne Sachen erlebt und hat mir halt wirklich gesagt, dass er mit mir am liebsten zusammen ist. Ne? Ja. Und wenn wir es von daher sehen, sag mal, wenn wir den Wilhelm entscheiden lassen würden, dann würde er wahrscheinlich, ja, zu mir kommen und mir gehören, weil er einfach mit mir coole Sachen erlebt. So sehe ich das. Ich kann dir noch nicht mal ins Wort fallen, weil er wirklich coole Sachen mit dir erlebt. Siehst du? Verwirrend ist es trotzdem, weil Silvio reagierte ganz anders drauf. Was? Willi? Wilhelm? Wann da ist? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Hätte ich den Markus damals nicht gebettelt, dass er dem Ronny das Ding macht? Ich glaube nicht, dass es den Wilhelm heute gibt. Das ist meiner. Schluss aus. Was sagst du dazu? Versteh's nicht. Ich verstehe nicht, was er will. Also ihr merkt schon, wir ziehen das noch in die nächste Show. Also es ist noch nicht geklärt, die ganze Angelegenheit. Ja, ich will noch mal wirklich, also der Wilhelm ist wirklich der Grund, weswegen ich hier sitze und weswegen du hier sitzt. Und also die fünf Untertanen, ja, das ist wirklich der König Wilhelm, der kleine Nussknacker. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn, wozu der uns gebracht hat. Und das finde ich halt so, so erstaunlich. Und das hat Potenzial. Und also die Untertanen, ne? also am Hofe wird gemunkelt, ne? dass Wilhelm noch ganz hoch hinauskommt. Also da bin ich mir sicher. Und vielleicht, also wie gesagt, Ich denke auch, dass er noch Großes vor sich hat. Definitiv. Ne? Ja. Das stimmt. ja, danke, dass du heute da warst und wir auf deine Reisen blicken können. Es gibt ja sogar noch eine dritte Reise, die wurde noch nie irgendwo gezeigt. Ja, ja. Aber schauen wir auch nochmal drüber. Da schauen wir auch nochmal drüber. Vielleicht ohne technische Bahnen, aber die behalten wir uns auf alle Fälle noch vor. Ja, von mir und Tom soll es das für heute gewesen sein. In 14 Tagen ist dann Silvio hier und wir werden über unsere damalige Bühnenshow Wann bist du sprechen und mal sehen, was wir noch so für Themen für euch haben. Also schaltet auf alle Fälle wieder ein. Auch heute hat natürlich das letzte Wort der Nussknackerkönig. Von unserer Seite sagen wir Tschüss, bis bald. Ciao. Ciao. Selbst Tom, der angeblich alles kann,
zieht Wilhelm tief in seinen Bann. Anfangs noch mit Desinteresse, erzählt ihr Storys, meine Fresse. Nutzt Wilhelms Charme kaltblütig aus, kriegt die schönsten Frauen ein Augenschmaus. Geht mit Wilhelm Moped fahren, Besitzanspruch kann der sich sparen. Zeigt ihm hier und da einen Fisch und haut hier mächtig auf den Tisch. Was bildet der sich eigentlich ein, um zu sagen, Wilhelm ist sein? Zu guter Letzt kommt da noch einer, der behauptet, Wilhelm ist seiner. Nur weil er damals etwas drängte, bis sich Wilhelm Ronny schenkte. Jeder will den Kleinen haben, krähen plötzlich wie die Raben. Es scheint noch nichts geklärt zu sein. Schaltet doch bald wieder ein.